Gib den Gaul her. Er kann nicht weiter. Und Sie auch nicht. Sie sind verletzt. Ich fahre Sie nach Haus. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich muss zur Telegrafenstation. Ich fahre Sie hin. Benny! Nichts zu machen. Nachts ist geschlossen. Ich weiß, aber es ist dringend. Bitte. Nein, kommen Sie raus da. Ich sage Ihnen, dass geschlossen ist. Bitte machen Sie doch eine Ausnahme. Nein. Machen Sie keinen Blödsinn. Was? Kommen Sie rein und machen Sie Licht. Holen Sie der Teufel. Ich habe gesagt, jetzt ist geschlossen. Das ist eine verdammte Frechheit von Ihnen, mich hier nachts zu belästigen. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Wer sind Sie denn überhaupt, hä? Sie können schreiben, was Sie wollen. Geht doch nicht weg, verstanden? Lassen Sie mich schreiben. Staatliches Registrierungsamt. Fort Lansing. Aberfelder abgesteckt. Nummern 43, 53, 98. Registriert auf meinen Namen. Das ist alles. Und die Unterschrift? Quert Evans. Ist in Ordnung, Mr. Evans. Was? Ist er jetzt tot? Ach so, ein kleines Schlummerstündchen. Also das ist Quert Evans. Der Revolver. Wie viele Kerben sind da drauf? Ich kann es nicht sehen. Wenn ich das Ding mal anfasse, dann wacht er auf und nimmt es mir übel. Er war mit Wyatt Earp bei der Hilfspolizei in Tombston. Die beiden haben sich mit der Clinton-Bande rumgeschlagen. Tschaiaiai, also das ist Quert Evans. Übrigens, er soll sehr hinter hübschen jungen Mädchen her sein. Genau wie die hübschen jungen Mädchen hinter ihm. Da war doch die Geschichte mit der Kleinen. Bitte sagen Sie meinem Vater Bescheid. Ja, sofort. Wo bringen wir ihn hin? In meinen Wagen. Ich nehme ihn zu uns nach Haus. Sind Sie wahnsinnig? Da können Sie sich auf eine schöne Knallerei gefasst machen. Schwerer Bursche, was? Ich kenne einige Dutzend Männer, die tagelang reiten würden, um den wehrlosen Evans ins Jenseits zu befördern. Ich will euch mal was sagen. Ich weiß, ihr haltet nichts von Schießereien und tut nur Gutes. Wenn ihr auf mich hört, dann haltet euch diesen Quert Evans vom Halse. Vielen Dank für Ihren Rat. Gute Nacht. Nacht. Alles Gute, Quert! Dieser Quert Evans ist ein toller Bursche. Quert Evans? Den kennen Sie? Ich kenne Quert Evans? Ich, Quert Evans? Blöde Frage. So. Wenn das nicht hilft, dann weiß ich nichts mehr. Wie soll ich denn die Kugel rauskriegen, wenn er so rumtobt? Ich kann ihm doch keins auf den Schädel geben, damit er still liegt. Ganz ruhig sein.
Der Doktor ist da. Der hört nichts. Was sucht er denn bloß? Er will doch was. Bestimmt hat er Schmerzen. Ausgeschlossen nach der Spritze. Scheint mir, als ob er was vermisst. Ich verstehe es nicht. Er müsste vollkommen entspannt sein. Thomas, wie geht es dem jungen Mann? Er fantasiert. Oh. Revolver im Haus, Thomas? Steckt die Patronen in seine Tasche. Gib mir doch einen Strick, damit ich ihn festbinden kann. Sind Sie wahnsinnig? Ohne Patronen. Das wollte er. Naja. Schade um ihn. Es ist zu blöd. Dauernd flickt man diesen wilden Burschen die Knochen wieder zusammen. Wozu denn? Eines Tages gehen Sie bestimmt vor die Hunde. Nein. Oh, Verzeihung. Nie böse sprechen, hm? Schön. Nun bringt mir mal heißes Wasser. Dann werde ich mir Mühe geben, den komischen Burschen wieder zusammenzuflicken. Was denn, Kind? Wie hast du Vater kennengelernt? Das hast du doch schon tausendmal gehört. Er arbeitete auf dem Dach des Gemeindehauses. Er sah mich, fiel vom Dach und landete in meinen Armen. Deshalb sagte er auch immer, ich hätte ihn zuerst umarmt. Und ihr wart euch gleich klar? Ja. Aber ich wusste, er war ein frommer Mann, ein Mitglied der Quäker. Ein schlechter Mensch würde sich das Leben leichter machen als dein Vater. Vater hatte doch damals einen Bart, ja? Ja. Das hat doch gewiss gekratzt. Ich möchte lieber einen Mann ohne Bart. Er hat eine Natur wie ein Berglöwe. Er wird bestimmt durchkommen. Da bin ich ganz unbesorgt. Diese Burschen kriegen nie eine Blutvergiftung. Bei euch frommen Leuten kommt's öfter vor. Ihr sogenannten Atheisten prahlt doch fortgesetzt mit eurer Gottlosigkeit. Bleiben Sie bei ihm, bis das Fieber weg ist. Er ist außer Gefahr. Ich wette, er hat viele umgebracht. Hat er nicht. Ganz bestimmt. Sei ruhig, John. Ein Quäker sagt sowas nicht. Mrs. Voss, schaffen Sie den Mann hier weg. Aber er ist schwer verletzt, Doktor. Wir sind nicht in einer zivilisierten Gegend. Wir sind im Wilden Westen. Sie müssen vorsichtig sein. Ich sage Ihnen, es gibt mehr Diebe und Mörder in dieser verdammten Gegend als anständige Menschen. Und deswegen soll ich einem verwundeten Mann nicht helfen? Öffnen Sie doch Ihr Haus für jeden. Sie Menschenfreund. Ihr Quäker. Ja, spotten Sie nur, Doktor. Ich weiß ja, Sie meinen es gut. Ich bin froh, dass ich mehr Verstand habe als Sie. Und ein gutes Herz. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Er hat noch hohes Fieber. Er fantasiert aus seinem Leben. Es scheint sehr bewegt zu sein. Gute Karten. Ich spiele. Alles auf Herz Ass. Los, spiel aus. Liebling. Ach, was schon konfirmiert, Margaret? Du, ich bin ganz verrückt nach dir. Wundervolle Augen.
kleine Margaret. 98. Auf meinen Namen. Margaret, du Biest. Aber sei doch vernünftig, Kleines. Ich muss doch hier weg. Aber ja, bestimmt. Leila. Leila. Ach, Leila. Leila, alles, was ich habe, gehört dir. Ich liebe dich, Leila. Du hast so schönes, weiches Haar. So duftig und schimmernd. Wie Sonnenstrahlen. Bitte mach sofort Kaffee, Penny. Du, der Doktor sagt, er ist bereits außer Gefahr. Er schläft jetzt. Wissen Sie, Doktor, er ist nämlich Pennys persönlicher Patient. Setzen Sie sich, bring doch bitte die Milch, Kind. Und wenn du fertig bist, dann geh zu ihm rauf und pass auf ihn auf. Er braucht keine Wache. Er hat keine Temperatur seit ein paar Tagen. Er ist ein ungewöhnlich kräftiger Bursche. Den Blutverlust wird er durch gesunden Schlaf rasch wieder aufholen. Aber wenn Sie unbedingt bei ihm wachen wollen, Penny, nehmen Sie am besten Papier und Bleistift mit. Denn seine Worte könnten von großem Interesse für die Geschichte dieses Landes sein. Oder besser für unseren alten Sheriff. Weiß der Teufel, was dieser Bursche alles auf dem Kerbus hat. Möchten Sie nicht ein Stückchen, Doktor? Er ist nicht ganz so hell, wie er sein sollte. Hören Sie, Mrs. Voss, Sie können nicht die Nase in den Sand stecken. Wir leben in einer rauen Welt. Sie müssen real denken. Ich bringe Ihnen den Mann aus dem Haus. Er hat bestimmt keine Pflege mehr nötig und wäre in unserem komfortablen Hotel gut untergebracht. In dieser schmutzigen Spelunke? Er soll jedenfalls weg hier. Aber er hat's viel besser bei uns. Ja, sicher. Aber wer passt auf, dass ihm nichts passiert? Oh, wir? Ja. Hören Sie, während meines Studiums in Europa hatte ich einen Freund, einen Künstler. Er war der Meinung, jeder Mensch sei einem Tier ähnlich und so malte er sie auch. Den Burschen hätte er als sich windende Kobra dargestellt. Doktor, Ihre Geschichte ist interessant, aber Ihre Naturkenntnisse sind mangelhaft. Kobras winden sich nicht. Aber Doktor, wir haben Sie so gern. Und wir respektieren Ihre Ansichten. Wir sind sicher, Sie werden einmal erkennen, dass Realismus, der nicht verbunden ist mit Gefühl und Menschlichkeit, eine ganz ungemein harte, kalte Lebensauffassung ist. Sie macht nicht glücklich. Ich kann nichts mehr sagen. Aber wissen Sie, manchmal habe ich das Gefühl, in Ihrem Haus in einer unwirklichen Welt zu sein. Aber wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie auf mich rechnen. Was soll das hier? Was? Wo bin ich? Oh, wissen Sie nicht mehr, Vater und ich haben Sie hergebracht. Erinnern Sie sich nicht? Nein. Der Doktor sagt, Sie werden bald wieder in Ordnung sein. Sie fantasierten doch. Tag und Nacht. Hm. Deshalb bin ich vielleicht so hungrig. Ich könnte jetzt essen. Einen ganzen gebratenen Ochsen auf einmal. Oh, ich werde Ihnen sofort etwas bringen. Mutter, Sie haben reizende Geschichten erzählt.
Er ist wach. Oh, schön. Und hungrig. Oh, wenn er hungrig ist, geht's ihm besser. Herzlichen Dank für die Pflege. Keine Ursache. Wollen Sie Schinken und Eier? Ha, nicht schlecht. Zwei Eier oder möchten Sie drei? Eigentlich sechs. Sollen Sie haben. Penny, hol ein Hemd von Vater. Und Rasierzeug. Ich mach was zu essen. Habe ich Geschichten erzählt? Ja. Ich habe nur hingehört, weil ich dachte, Sie würden etwas sagen, was uns helfen könnte, um vielleicht Ihre Frau zu benachrichtigen. Wirklich? Wenn Sie eine Frau haben, dann... Habe ich denn viel erzählt? Von einer Margaret. Sie waren ganz verrückt nach ihr. Was noch? Oh, Sie haben noch eine Dame erwähnt. Laila. Ist das alles? Wenn Sie eine Frau haben, geben wir ihr Nachricht. Hab keine. Und damit sind es 12. Das ist ein größeres Lob als damals in Pennsylvania, als ich den ersten Preis gewann. Die verstehen was davon. Oh, bisher haben meine Kuchen immer allen unseren Freunden gut geschmeckt. Und sie sind sogar sehr bekömmlich. Das heißt, wenn man nicht so viel isst, dass man explodiert, was Ihnen bestimmt passieren wird. Kein schlimmere Todesart. Ich helfe dir beim Spülen. Nein, Kind, bleib bei deinem Patienten. Ich bin neugierig, wie es Ihnen gehen wird nach 6 Eiern, 1 Pfund Wurst und 12 Kuchen. Ich rufe dich, wenn es Zeit ist, zu melden. Sind alle Menschen in dieser Gegend so nett? Sind wir nett? Ja, sehr. Oh, wir sind Freunde. Von wem? Von allen. Gesellschaft der Freunde. Man nennt uns auch Quäker. Ist das eine Religion? Ein Glaube. Und der Spruch da? Jeder Mensch hat einen guten Kern in sich, der nur durch ihn selbst verletzt werden kann. Niemals durch einen anderen Menschen. Und das ist Ihr Glaube? Mhm. Niemand kann Sie verletzen, nur Sie selbst. Wir Quäker glauben das. Angenommen, jemand schlägt Ihnen eine Latte über den Schädel. Was dann? Er verletzt mich physisch. In Wirklichkeit verletzt er sich selbst viel mehr durch seine böse Tat. Denn er begeht ein Verbrechen an seiner Seele. Gibt es viele Quäker? Wenige. Kann ich mir denken. Karotten aus meinem Garten. Ich habe das Ding hier gefunden. Der Besitzer ist Kurt Evans. Ich glaube, er ist ein Freund von Ihnen. Ich möchte es ihm zurückgeben. Legen Sie es dahin, ich werde es ihm geben. Dieser Kurt. Der Junge verliert noch mal sein Hemd. Und den Kopf dazu. Ich habe es ihm prophezeit. Eine andere Sache. Können Sie uns nicht verraten, wo er steckt, dann bringen wir es ihm selbst zurück. Wo ist Kurt Evans? Sie meinen, wo er ist? Ich hab stets bemerkt, dass ein Bursche eine Frage wiederholt, wenn er Zeit gewinnen will. Ja, aber vielleicht fällt ihm die Antwort ein, wenn er das hier sieht. Aber meine Herren, ich kenne ihn nur flüchtig. Der Kerl lügt. Sie haben überall rumgeprallt, dass ihr Freunde seid. Ich traue dem Burschen nicht über den Weg. Sitzen bleiben. Wir werden dein Köpfchen auffrischen. Wo steckt Kurt Evans? Ich weiß nicht. Sie haben's genäht, danke. Meine Hosen finde ich aber nicht. Sie müssen ins Bett. Ich kann doch nicht tagelang im Bett liegen. Der Doktor sagt, Sie sind noch viel zu schwach. Na, schon auf, alter Junge. So spricht man nicht mit Erwachsenen, Johnny. Er ist doch mein Freund. Gute Freunde sprechen sich doch nicht so förmlich an. Klar. Unser Doktor gab mir den Auftrag, dir zu sagen, dass drei Männer nach dir suchen.
Der eine davon heißt Laredo. Gib mir meine Hose. Aber das geht nicht. Johnny, gib mir meine Hose. Nein, Johnny. Ich will aber meine Hose. Gut, bring die Hose. Ich gehe schon. Was hat er denn? Nichts. Ich bin ja nicht so empfindlich. Was ist los mit ihm? Sie waren ein bisschen heftig zu mir. Aber nein. Ja, bestimmt. Sie waren heftig. Bei uns ist das nicht üblich. War es so schlimm? Wir behandeln einander immer liebenswürdig. Wir sind nicht unfreundlich und ärgern uns nie. Mutter und Kinder und Mann und Frau sprechen immer wie zu jemand, den man liebt. Tut mir leid. Das macht nichts. Was? Ich könnte niemals böse sein auf Sie. Ich wusste es schon, als ich dich sah. Das wird aber für dich kein ruhiges Leben. Hast du dir das überlegt? Ja, Quart. Was? Ich gehe nicht gern weg hier, aber wenn du fortgehst, dann gehe ich mit dir. Du wunderst dich über mich. Eigentlich ja. Ich habe nicht gedacht, dass fromme Menschen so entschlossen und geradeaus sind. Wenn ich es empfinde, wäre es unehrlich, es nicht zu sagen. Ja. Ich staune selbst darüber. Ich glaube, jede tut das. Worüber denn? Über die Liebe. Ich glaube, die meisten Mädchen merken die Liebe erst ganz allmählich. Ich hab's gleich gewusst. Jetzt bist du entsetzt. Nein, ich bin nicht gerade entsetzt darüber, aber ich muss sagen, du weißt, was du willst. Soll ich nicht so sein? Nein, Penny, gerade so habe ich dich gern. Du, wer hat den entladen? Vater. Ein Revolver ist stets das Symbol der Gewalt, Quirt. Wir haben nie einen im Hause. Es war schon ein großes Entgegenkommen von Vater, dir den entladenen Revolver zu lassen. Er hat es auch nur getan, damit du ruhig warst. Wo hat er die Kugeln gelassen? Da draußen. Hey, warum schlägst du nicht die Tür ein? Weil bestimmt hinter der Tür Quirt Evans ist und ich nicht zu meinem Spaß heute noch in die Hölle fahren will. Lass sie rein. Ja, bitte. Bleibt stehen. Gegen das Licht. Hallo, Quirt. Na, Sie haben mich hübsch in die Enge getrieben. Es war nicht sehr freundschaftlich von Ihnen, mich zu zwingen, auf das Gebiet zu verzichten, das meine Jungs gefunden hatten. Aber ich bin zu Verhandlungen bereit, weil ich ein vernünftiger Mensch bin. Das stimmt. Laredo ist immer vernünftig. Außerdem ist er der mächtigste Mann in diesem Distrikt. Der mächtigste Mann dieses Distrikts, Laredo? Die Leute behaupten das. Merkwürdig. Nie gehört. Nervös, Hondo? Nein, Evans. Ich kann wirklich nicht verstehen, weswegen Sie mir immer zu Schwierigkeiten machen müssen. Aber das ist Ihre Sache. Ich bin ein guter Verlierer. Höre ich gern. Ich allerdings bin lieber der Gewinner. Das glaube ich Ihnen. Als ich tagelang der Spur Ihres Pferdes gefolgt bin, hatte ich genügend Zeit, über einiges nachzudenken. Dabei ist es mir klar geworden, Sie wollen gar nicht das Stück Land. Weil Arbeiten nicht Ihre starke Seite ist. Etwa Ihre? Natürlich nicht. Ich will es für jemand anders haben. Deswegen frage ich, verkaufen Sie das Land? Ich sehe noch kein Geld. Kann ich mal meine Hand bewegen? Natürlich.
1000 in Gold, gut? Ich will 20. Gut, aber ich habe nicht so viel bei mir. Kann ich den Rest schuldig bleiben? Ich habe den Vertrag da. Geben Sie ihn her. Wäre es möglich, dass die junge Dame uns was zum Schreiben bringt? Noch Laredos Schuhputzer, hä? Hondo? Noch immer springen, wenn er pfeift? Du bist und bleibst ein Knecht. Kein Blödsinn hier. Er wird sich beherrschen. Nicht wahr, Hondo? Bitte. Würden Sie das mal Mr. Evans rübergeben? Danke. Ich freue mich, dass Sie so gesund und munter sind. Wir dachten schon, es hätte Sie schwer erwischt. Das hätten Sie wohl gern gesehen. Na, Sie kommen vorbei und holen den Rest von Ihrem Gelde ab. Irgendwann, wenn Sie sich wohler fühlen. Ich sehe dich wieder, Laredo. Freut mich. Alles Gute, Quert. Sattel mir mein Pferd, Johnny. Und hol mir mein Gepäck. Wenn die gewusst hätten, dass der Revolver nicht geladen war. Dann wäre ich jetzt im Jenseits gelandet. Vergiss die Satteldecke nicht. Ich muss weg. Ach nein, Quirt, nicht. Was denken Sie von mir? Du... Das dürfen Sie nicht. Wir helfen jedem und wollen dafür kein Geld. Behalten Sie es. Sie sind doch gegen Gewalt und ich nehme es nur mit Gewalt wieder. Dagegen kannst du nichts sagen, Thomas. Wie lange war ich denn hier? 3 Wochen. Es fällt mir schwer, wegzugehen. Ihr Bein ist noch nicht in Ordnung. Sie können nicht weg. Das macht nichts. Ihre Kochkunst hat mich prächtig auf die Beine gestellt. Adios, Freunde. Du Quark! Ich pack meine Sachen. Weshalb? Ja. Gehst du denn ohne mich? Ich gehe weit fort. Quirt, das ist mir doch ganz egal. Ich gehe mit dir, wohin du willst. Oh. Ich habe nicht geglaubt, dass sich nur der eine verliebt und der andere nicht. Ich dachte, es würde stets beide treffen. Das ist nicht so. Nein? Also du hast mich nicht lieb? Hör zu, Penny. Ich muss stets über alles erst gründlich nachdenken. Ich kann nicht so schnell umdenken. Du kannst alle Leute fragen, das tue ich nie. Quirt Evans überlegt sich alles erst sehr. Dann weißt du also noch nicht, ob du mich wirklich lieb hast. Ja. So ist es. Dann bleib hier. Es ist gesattelt, Quirt. Sattle ab. Du bleibst hier? Oh, so viel Geld. Quirt, ich möchte lieber was anderes. Tust du mir einen großen Gefallen? Tue ich dir außerdem. Was ist denn? Bitte reite doch mal zur Schule mit mir. Die anderen Jungs wollen mir nicht glauben, dass ich dich kenne. Gerne, Johnny. Großartig. Mein Freund sagt, du bist der beste Reiter hier. Andere sagen, dass ich... schwerfällig bin. Die Arbeit sollte einem nicht schwerfallen nach so einem Frühstück. Anscheinend tut sie es doch. Hm? Penny, wo ist der Eimer? Oh, also ich verstehe dich nicht, Penny. Wo bist du denn mit deinen Gedanken? Bin nicht bei Appetit jetzt.
Nach den ersten 4 Dutzend Pfannkuchen war ich schon satt. Sie waren nicht gut heute Morgen, so schwer. Na, Wildling, du musst zuerst im Garten das Gemüse begießen. Ach, immer muss ich irgendwas tun. Du willst doch mal Farmer werden. Jetzt nicht mehr. Das ist nicht nötig, wenn wir in die Scheune gehen. Was? Das da. Der Revolver, den brauche ich. Sonst bin ich doch kein ganzer Mensch. Ach. Die Kuh braucht Heu. Nimm die Gabel. Ich war keine 15 Jahre, da habe ich das schon gehasst. Ich habe mir geschworen, niemals Farmer zu werden. Dann tue ich es. Nein, ich tue es ja. Aber nur heute. Du. Was? Ach, nichts, gar nichts. Nur du. Penny! So, da hast du dein Heu. Noch ein Wunsch? 15. Pass auf, dass das Kleine genug Wärme hat. 17. Hol einen Eimer Wasser. Ich tue weiter nichts als Wasser holen. Na, nie mit Gewalt. Das war doch früher bewässert hier. Ich sehe doch Gräben und Teiche. Friedrich Carson sperrt uns das Wasser ab. Friedrich Carson? Mhm. Ein Freund von uns hat seine Farm an Carson verkauft. Wir hatten eine gemeinsame Wasseranlage, aber die gehört ihm jetzt. Und Sie unternehmen nichts? Doch, ich weiß schon. Sie haben gebetet. Natürlich. Und das Wasser? Um Wasser beten wir nicht. Wir beten für Friedrich Carson. Er stellt euch das Wasser ab und ihr betet für ihn? Aber natürlich. Verstehen Sie denn nicht? Mit böswilligen Taten verletzt sich der Mensch nur selbst. Aber das geht nicht so weiter. Ihr sollt mir nicht verdursten wegen Carson. Ich beweg mal das Pferd. Penny? Mhm. Ach, nichts. Mach bloß den Gurt richtig fest, sonst gibt es wieder Ärger mit dem Chef. Und tust, als hätte ich noch nie ein Pferd gesattelt. Aber dem Alten macht man es nie recht. Er ist sowieso mal wieder in bester Stimmung. Streitsüchtig wie ein altes Weib. Und das Vorunkel verbessert seine Laune auch nicht. Psst. Geh weg da. Ein selten blödes Kamel. Wo ist Carson? Steig nicht erst ab. Von deiner Sorte brauche ich niemand hier. Verschwinde aber schnell. Hörst du nicht? Ich sag, du sollst verschwinden. Guter Damm. Na und, was geht's dich an? Natürlich, ich brauche Wasser. Was sagst du da? Ich habe Ihnen gesagt, dass ich Wasser brauche. Wer sagt das? Ich. Und wer bist du, mein Junge? Ich? Quert Evans.
Könnte ja, wer weiß, wer kommen und sagen, er wäre Quart Evans. Keiner weiß hier, wie der aussieht. Könnte ja jeder kommen. Natürlich. Aber auf seinem Sattel ist das Zeichen. Nimm sofort die Planken weg, dummer Idiot. Brauch gar nicht das ganze Wasser. Aufsteigen, los. Na, hören Sie, Mr. Evans. Ich habe doch getan, was Sie wollten. Ist richtig. Trotzdem, steig auf. Na schön. Ich versuche, mit jedem gut auszukommen. Zu mir. Warten Sie mal. Wir wollen doch vielleicht ein paar Planken mehr rausnehmen. Ich habe ja genug Wasser hier. Genügt für heute. Wenn Sie wieder mal was brauchen, Mr. Evans, dann sagen Sie es nur. Das werde ich tun. Also kommen wir zur Sache. Sie haben Wasser genug. Sie haben recht, Quirt. Mr. Evans. Darf ich Sie Quirt nennen? Sie dürfen. Also, Sie geben auch in Zukunft Wasser ab, Carson? Selbstverständlich, Mr. Evans. Ich meine, Quirt. Sie werden ein guter Nachbar sein? Aha, ganz bestimmt, Quirt. Das höre ich gern. Ach, Mrs. Wurst. Wir haben immer gewusst, Sie sind ein guter Mensch. Ja, ich hab's bloß selber nicht gewusst. Danke, Frederik. Wir alle hier im Tal danken dir. Ich habe Quirt eben gesagt, dass ich gar nicht so viel Wasser brauche. Dann gebe ich's doch meinen Nachbarn. I believe that neighbors should be friendly. Was haben Sie denn da am Nacken? Ja, Mrs. Wurst, da habe ich diese verdammte Beule aufgemacht und... Haben Sie keinen Seifenumschlag draufgelegt? Muss man das? Sie kommen sofort mit ins Haus. Ich mache Ihnen einen. So geht es nicht. Tut es weh? Nein, Sie brauchen wirklich keine Angst zu haben. Los, Johnny. Na, es scheint, als hätten eure Gebete was genützt. Du denkst, dein Revolver hätte genützt, hm? Wer sagt sowas? Ich? Stimmt nicht. Das habe ich bei Carson nicht erwartet. Jetzt hast du es selbst erlebt, Kurt. Gottes Wege sind wunderbar und er wählt sich für seine Absichten oft seltsame Werkzeuge. Mich? Mhm. Seltsam, wirklich. Ja, ich hatte schon lange mal Appetit auf anständiges Brot und Kuchen. Frederik Carson? Ja, was? Hier meine Spezialität, die schmecken sehr gut zum Kaffee morgens. Werde sofort meinen Koch rauswerfen. Wenn Sie wieder welche haben wollen, kommen Sie doch vorbei. Danke, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frederik. Auf Wiedersehen. Man sollte sich mehr kümmern um seine Nachbarn. Quirt, eine wundervolle Frau, diese Mrs. Wurst. Schau mal den Verband. Penny! Verzeihung, ich glaube, Vater will sich bedanken. Er hat sich schon bei mir bedankt. Ich weiß, aber er möchte noch jemand anderem danken. Ja, halt doch mal, bis ich aufgestiegen bin. Du Quirt, sie will jetzt immer was für mich backen. Ich werde dir dafür mal einen halben Ochsen schicken.
fein, wenn man sich so versteht mit seinen Nachbarn. Natürlich. Dabei habe ich zuerst auf dich eine Wut gehabt, dass du mich dazu gezwungen hast. Jetzt bin ich froh. Man fühlt sich so wohl dabei. Adios, amigo. Zum Essen. Was gibt es heute wieder Schlechtes? Nur Wildbraten und Gemüse und natürlich einen mageren Hahn. Mit der Pastete und dem Kuchen werde ich schon satt. Huhn oder Wild? Beides. Ich bin hungrig. Das ist gut. Neues Kleid. Oh, heute ist Feiertag. Heute ist Sonntag. Quirt, tu mir einen Gefallen. Spann die Pferde für Vater ein. Gern. Tu mir noch einen Gefallen. Komm mit uns. Wohin? Du sollst nicht fragen. Eine Überraschung. Eine angenehme. Du, Quirt! Wir haben eine Überraschung für dich. Ich hab's ihm schon erzählt. Och! Ihr dürft doch nicht arbeiten am Sonntag. Nein, aber wir dürfen alles tun, nur das nicht, was wir selbst als nicht recht ansehen. Sehr bequem, dass jeder machen kann, was er will. Man fühlt doch, was recht ist. Na, ich kenne eine Menge Menschen, denen ich da nicht trauen würde. Sie wohl erschreckt, was? Ist hier jemand, der Kurt Evans heißt? Ja, ja, ich sag's ihm. Nicht nötig. Kann auch Sie fragen. Wie lange ist er hier? Ungefähr 3 Wochen. Ist er in dieser Zeit mal für 2 Tage verschwunden? Nein. Na, Sie alter Fuchs. Penny, das ist Whistful McClintock, der beste Sheriff des Distrikts. Erfolg. Lass dich nicht mit ihm ein, er ist gefährlich. Ja, Quert. Ich dachte, ich könnte sie bald aufhängen. Hat wieder eine Knallerei gegeben, etliche Tote. Man sagt, der Kerl hätte ihnen ähnlich gesehen. Im Verdacht hatte ich sie, Evans. Aber ich glaube nicht, dass die junge Dame schwindelt. Ich warte auf den Tag, wo sie und Laredo sich gegenseitig zur Hölle schicken. Laredo? Aber wir beide sind doch die innigsten Freunde. Wenn einer übrig bleibt, den werde ich dann aufhängen. Ich bin ein gemütlicher Mensch. Manchmal nicht so schnell. Wie ein gewisser Kurt Evans. Ein fixer Bursche. Ich kenne ihn noch von damals, als er Hilfspolizist in Tombstone war. Eines Tages hat er seine Plakette zurückgegeben und eine Viehzucht angefangen. Hat nicht lange gedauert. Jetzt treibt er sich rum. Weshalb? Ich habe sie immer noch nicht durchschaut, Evans. Ich komme aber dahinter. Vor einiger Zeit wurde einer, Walt Ennis hieß er, im Beisein von Laredo umgebracht. Kommt mir vor, als hätten sie auch dabei die Finger im Spiel gehabt. Man munkelt allerlei. Standen Sie gut mit Walt Ennis? Nein. Aber Sie kannten ihn doch. Kenne eine Menge Menschen. Na schön. Ich hab Geduld. Und eines Tages komme ich dahinter. Sie staunen wohl. Warum so entsetzt? Das hat gar keinen Zweck. Damit ändern Sie den Burschen nicht. Na, denn auf bald. Quirt, bitte lass Laredo Stevens in Ruhe. Er schuldet mir Geld.
Hab keine Angst, dass mir was passiert. Das wäre doch nicht so schlimm. Was? Wär's dir lieber, wenn ich drauf ginge, als er? Natürlich. Siehst du denn nicht ein? Ich weiß, dann hätte ich eine befleckte Seele. Sei bitte nicht so zynisch, Quert. Du darfst Laredo nichts Böses tun. Na schön. Aber es fällt mir schwer. Dabei ist es nicht mal schlecht. Denn immer, wenn sich die Tür öffnet oder wenn er jemand kommen hört, wird Laredo schwitzen vor Angst, weil er denkt, ich bin's. Er wird sein Leben lang keine Ruhe mehr haben. Bisschen Spaß muss dabei sein, wenn ich schon heilig werden muss. Ich fühle mich heute ganz großartig. Es ist wirklich ein wunderschöner Sonntag. Sowas. Muss mich wundern. Tag. Mr. und Mrs. Worth, Pennyworth, Randy McCall. Guten Tag. Guten Tag. Na, wie geht's? Gut, vielen Dank. Muss mich wundern. Hast du schon mal gesagt? Wir wollen dich nicht aufhalten. Ich bin nicht eilig, hab nichts vor. Aber wir. Wollen Sie nicht mitkommen? Aber gern, wohin? Zu den Quäkern. Zu den Quäkern? Ja, komm mit. Oder willst du nicht? Wir würden uns freuen. Wir würden uns wirklich sehr freuen. Tatsächlich? Finde ich nett. Ja, meine Damen, ich bin wirklich ein alter Freund von Quert. Wissen Sie, wir haben eine Viehherde einen Fluss entlang getrieben. Ich stürzte vom Pferde. Quert packte mich aber rechtzeitig, sonst wäre ich zertrampelt worden. Na, und dann die Sache mit den Mädchen? Schweig! Aber ich wollte doch nur sagen... Wenn Sie hinkommen wollen, es ist auf der anderen Seite der Stadt. Dankeschön. Bis nachher. Bis nachher. Auf Wiedersehen. Kleiner Spatz. Und Gott sagte, ihr sollt auf Erden meine Gebote halten. Welches aber sind deine Gebote, o Herr? Und Gott sagte, du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Eiscreme muss aber sehr gut schmecken, damit sich die Arbeit lohnt. Sie wird dir schmecken. Tag, Nelson. Tag, Penny. Nelson Prake, Quert Evans. Guten Tag. Tag. Nelson gehört zu uns. Ah. Übrigens, ich habe für dich hier etwas Ahornzucker mitgebracht. Oh, wie nett. Oh, Entschuldigung, ich leg sie her. Dankeschön. Ist das nicht Millers Baby? Ja, ich habe es sehr gern. Ein netter kleiner Kerl. Ganz wie der Vater. Ich komme nächste Woche mal zu euch, Penny. Oh, fein. Oh, ich hole nur rasch Wasser. Ich helfe dir. Drehen Sie hier weiter. Eiscreme. Halt doch mal das Baby, ich bin gleich wieder da. Na, alter Bursche? Das ist doch nicht zu glauben. Ist ein Baby? Dachte ich mir. Kann es schon reden? Glaube ich nicht. Hm, dann kann es ja auch nichts weiter erzählen. Hör zu. Es gibt was Interessantes für dich. Laredo hat eine große Sache vor.
Er will eine Viehherde schnappen, die vom Norden herkommt. Ich dachte, das wäre was für uns beide. Wollen wir ihm die Arbeit abnehmen? Du hörst ja gar nicht zu. Ich will nicht mitmachen. Was ist mit dir denn los? Du willst diese Gelegenheit vorbeigehen lassen. Allerdings. Was ist bloß mit dir, Quirt? Ich verstehe. Oh, das Mädchen. Ich steck gleich deinen Kopf hier in den Eimer. Na, so empfindlich. Du hast dich aber verändert. Na? Na? Komm mit, Quirt. Hau ab. Quirt, würden Sie mal herkommen? Bitte nehmen Sie Platz. Meine lieben Freunde, ihr wisst, weshalb wir uns heute zusammengefunden haben. Einmal, um uns für Gottes Hilfe zu bedanken. Besonders danken wir für das Wasser, das er uns gegeben hat. Ein Segen für das Vieh und die Felder. Da oberhalb, da sind die zwei Felsen. Und von dort aus kannst du ins Tal sehen, ungefähr 10 Meilen weit. Hier. Quirt Evans, nehmen Sie dies als Symbol unserer Freundschaft. Freunde, das ist Quirt Evans. Wir freuen uns, ihn in unserer Mitte zu sehen. Gott hat uns durch ihn wieder den Beweis gegeben, jeder Mensch ist gut, im Grunde seines Herzens. Er war es, der Carson dazu überredete, uns wieder Wasser zu geben. Er hat ihm gezeigt, dass nur der Mensch glücklich ist, der seinen Mitmenschen Gutes erweist. Darf ich Ihnen die Hand geben, Quirt Evans? Kommen Sie. Sie können sich sehr verbitten, dass ich mich in Ihre Angelegenheiten mische, aber Sie sollten mir dankbar sein dafür. Wollen Sie mir nicht verraten, weshalb Sie das Mädchen nicht heiraten? Will ich ja, aber ich weiß doch nicht, ob Sie will. Sie hat mir nie was gesagt. Das fehlte noch. So einen Waschlappen wie Sie habe ich auch noch nicht kennengelernt. Reden Sie mit ihr. Aber schnell. Und dann heiraten Sie. Quirt! Komm, los! Hör dir das an. Und Benenja, der Sohn von Jehodja, der Sohn eines tapferen Mannes aus Kapzeh, der viele Taten vollbracht hatte, erschlug zwei Männer aus Moab und ging hin und tötete zwei Löwen, als der Schnee fiel. Och nein, drei Löwen! Und Benenja erschlug den Ägypter, der hatte ein Schwert. Das nahm er ihm und erschlug ihn mit einem Stock. Ist wohl eine Keule gewesen. Oh, Bruder, ist das ein Buch. Los jetzt. Aber wo lasse ich die Bibel? Ich kann sie doch nicht einfach wegwerfen, Quirt. Dann behalt sie. Ja, schön. Da werde ich bestimmt drin weiterlesen. Na, jetzt wollen wir wieder zu deiner Mutter gehen. Komm, mein Kleiner. Weshalb geht denn Quirt so plötzlich? Ich weiß nicht. Hey, Chef! Ja? Da sind Sie!
Dreh dich um! Auf die Pferde! Was ist damit gemeint? Ich höre Sie schon. Ja. Komm, Randy. Ich komme doch nicht zum Weiterlesen. Auf was für Ideen du kommst? Immer wieder fällt dir doch was Neues ein. Ich finde es aber ganz nett. Jedenfalls interessant. Schießen kann ja schließlich jeder. Wirklich fein ausgedacht. Ha, das ist Pavlov. Na, das gibt einen Spaß. Ich freue mich schon auf die dummen Gesichter. Wenn die merken, dass wir gar nicht schießen, sondern dass wir sie bloß verhauen. Halt den Mund, mein Sohn. Bin ja schon ruhig, Quirt. Nur nicht drängen, wir kommen schon nicht zu spät. Bin neugierig, ob du auch dann nicht schießen willst, wenn Laredo dabei ist. Aufs Pferd, Randy. Na ja, schön. So. Jetzt will ich auch so einen Knüppel haben wie Benenia. Sonst komme ich doch noch in Versuchung, den Revolver zu nehmen. Sieht! Dort! Los jetzt!
Das ist doch Quert Evans. Ja, das ist er. Wenn ich den mal erwisch. Ach. Du ganz bestimmt nicht mit deiner komischen Figur. Champagner ist gewiss nicht zu verachten, aber vom Whisky habe ich viel schneller einsitzen. Ich trinke Sekt auch nicht sehr gern, aber er ist so vornehm. Magst du ihn, Leila? Hm, ja, er kitzelt so schön und er ist so furchtbar teuer. Bist du müde, Quirt? Nope. Tired? No. Worried? Or maybe just plain bored? Not a chance, baby. You're never bored. I wish I had that in writing. You know, it's been a long time since you told me that. My hair reminded you of corn silk. All right. Your hair reminds me of corn silk. All gold and tawny? That's right. All gold and tawny. You've changed. You're less romantic and a lot more absent-minded. Take a turn at the wheel. Win yourself a farm in Kansas. I don't want a farm in Kansas. Well, all right, I'll win you a trip around the world. Miss Neal, the customers are waiting, and that's no way to treat customers. Auf Rot. Gib mir dafür Chips. Jetzt ist alles weg. Soll das liegen bleiben? Nochmal auf 17? Nein, wechseln. Bitte setzen. Whisky, großes Glas. Sagen Sie, ist nebenan kein Platz, dass Sie zwischen uns rumtrampeln müssen? Habe ich nicht gesehen. Sie stören uns in einer sehr wichtigen Unterredung. Können Sie nicht etwas mehr Rücksicht nehmen? Mein Bruder und ich lieben das nicht. Aber meine Herren, keine Aufregung. Wir haben das Lokal eben wieder instand gesetzt. Die Kosten waren ganz enorm. Meine Herren, so eine kleine Meinungsverschiedenheit lässt sich doch auch in Ruhe beilegen. Wenn ich denke, heute passiert mal nichts, ist es schon soweit. Glück gehabt. Bist du nervös, Quirt? Hattest du mit denen drüben Streit? Ja,
Ja, mit denen. Nein. Sie sind als streitsüchtige Burschen bekannt. Vergessen Sie die Angelegenheit. Bitte, meine Herren. Will mich entschuldigen bei den Herren. Noch ein Whisky. Da hast du. Aber ich bitte Sie, meine Herren. Ich komme gleich wieder. Was willst du hier? Das lasse ich mir nicht entgehen. Meine Herren, wie können Sie nur? Bitte, ich habe eine große Familie. Moment, ich bin's. Los, los! Auf ihn! Ja, ja, das war ein Fall von mir! Hey! Komm schon! Ach, der nie. Immer auf ihn! Los! Ja, so ist es! Gib's ihm! Gib's ihm! Das war gut! Pack ihn! Aber mach ihn fertig! Ich will es! Feste! Feste! Danke! Das war sicher der Falsche. Ach du alter Idiot! Hey, du! Tut mir leid, Kurt. Nur keine Angst, Kinder. Gehen wir schnell. Bleibt hier und zählt die Kerle, die wir rausschmeißen. Eins! Bin ich. Hier, trink einen Schluck. Liebling, ich hatte solche Angst um dich. Ja, da hab ich mein Herz verloren. Und nun bin ich so allein und ich weine die ganze Nacht. Ach, jetzt war eine wundervolle Nacht. Ach, geht's uns gut. Wir haben Geld, Whisky, hübsche Mädchen und einen prachtvollen Kampf hinter uns. Wir sollten wirklich dankbar sein für all den Segen. Ah, du hast wieder in der Bibel gelesen. Ich könnte mich wirklich krank lachen. Wieso? Ihr beide habt eine Bibel. Eine Bibel mit deinem Namen drin. Kurt! Oh, Randy, stop him! With what? Where's he going? Has he forgotten something? No. Penny, was ist denn los mit dir? Tischtücher gehören da nicht hinein. Oh, entschuldige. Sattel meinen Gaul ab, Johnny. Ja, gern. Haben Sie ein Zimmer frei? Natürlich, für Sie doch immer. Gut. Tag. Ich habe lange nichts Anständiges mehr gegessen. Schokoladenkuchen? Mhm, er ist aber nicht gut heute. Ich glaube, es wird trotzdem nicht allzu viel übrig bleiben. Ich füttere die Hühner. Jetzt schon, Penny? Ja. Hilf mir, Kurt.
Sind denn zwei nötig, um die Hühner zu füttern? Hm, ja, manchmal schon, Thomas. Weißt du nicht mehr? Du kommst wieder? Ja. Warum? Das weiß ich nicht genau. Warum bist du ohne ein Wort weggegangen? Das weiß ich auch nicht genau. Ich weiß es, aber ich habe dich erschreckt. Und es klingt zwar eigenartig, wenn ich es dir sage, aber es ist so. Du warst so erschrocken über meine Dummheit. Du dachtest, das Leben mit mir würde langweilig und trübe sein. Ich war immer hier draußen. Und ich kenne das Leben nur so, wie es sich in unserer Gemeinde abspielt. Dass zwei Menschen sich lieben, heiraten und ihr Leben lang zusammenbleiben. Vielleicht ist das anderswo nicht so. Vielleicht verlieben sich die Menschen dort, ohne dass sie gleich heiraten und immer beisammenbleiben. Und du hast dich davor gefürchtet, dass ich... Kann ich vielleicht auch mal was sagen? Nein, Quirt, du brauchst mir nichts zu sagen. Ich habe das Gefühl, du hattest Angst, dass ich mich dir an den Hals werfen würde. Ich habe mir fest vorgenommen, wenn du zurück bist, dir zu sagen, was immer du wünschst, Quirt, das werde ich. Wir beide bleiben zusammen, Penny. Und wenn ich weggehe, kommst du mit. Das habe ich von den Indianern. Niemand hört mich, wenn ich anschleiche. Guten Morgen. Der junge Mann ist wohl verreist gewesen, seit ich zuletzt hier war. Vor ein paar Tagen ist nämlich eine Viehherde verloren gegangen. Na, so schweigsam heute? Fragen Sie nicht. Sie wissen, ich war weg. Wie ich Sie kenne, haben Sie meinen Gaul schon geprüft. Hab ihn angesehen. Er ist sehr erschöpft und müde. Er ist scharf geritten worden. Ich wollte bloß sehen, ob die junge Dame für Sie lügt. Ich wollte es tun. Sie sind im Kasertal gewesen. Ich war in Rimrock. Ich habe Beweise und Zeugen dafür. Zeugen? Wen denn? Randy McCall. Christine Taylor. Feine Zeugen, muss ich sagen. Wen noch? Lila Neal vermutlich. Bestimmt ein gutes Alibi. Randy, Christine und Lila. Das sind die Richtigen. So, so. Und Lila hat sie auch gesehen. Ja. Komm, mein Alter. Wir müssen weiter. Quirt, diesmal ist's noch nicht so weit. Aber ich hab Geduld. Es kommt der Tag, wo ich sie hängen sehe. Ich warte. Lila. Du hast von ihr gesprochen, als du Fieber hattest.
Quirt, ich... Ach, ich wünsche mir, dass mein Haar auch wie Sonnenstrahlen wird. Das habe ich auch noch nie gesehen. Quirt Evans hinterm Pflug. Ihr Pferd schleicht genau wie Sie. Das ist wichtig. Sie müssten es gehört haben, wenn Sie nicht in Gedanken wären. Haben Sie nicht anderswo etwas Wichtigeres zu tun? Ich glaube ja. Sicher. Aber ich passe trotzdem gern ein wenig auf Sie auf, Quirt Evans. Übrigens, ich nehme für Sie ein neues Seil, habe ich gedacht. Denn ich schätze Sie wirklich sehr. Tut mir leid, Sie aufzuhängen. Aber es bleibt wohl nichts anderes übrig. Sie hängen mich nicht. Ich tue es doch. Es ist ein Jammer, dass es immer anders geht, als man sich's vorstellt. Diese Kleine da braucht einen jungen Mann, der die Landwirtschaft kennt. Würde Ihnen sehr empfehlen, hier endlich zu verschwinden. Jemand, der Freude hat an Hof und Haus. Acker, Schafen, Kühen. Einer, von dem sie immer weiß, wo er steckt. Hören Sie auf mit dem Geschwätz. Gut, ich höre schon auf. Ich mache mir manchmal so meine Gedanken, wenn ich so reite. Aber jetzt bin ich friedlich und gehe. Nein, Quirt. Ein neues Seil sind Sie mir nicht wert. Ist es notwendig, diesen ganzen Unsinn zu machen? Hab nicht die geringste Lust, mich aufzuputzen und blöd angaffen zu lassen, bloß weil ich heiraten will. Ach, Quirt. Komm jetzt mit mir. Wohin denn? Komm schon. Brombeeren pflücken? Ja. Na schön. Na schön. Ich glaube, wir haben genug Quark. Ich habe Brombeeren nie gemocht, jetzt weiß ich auch weshalb. Es ist zu viel Arbeit, sie zu pflücken. Ich hole noch ein paar Farne. Vorsicht, das ist eine Wespe auf der Petunie. Tu ihr nichts. Weißt du, ihr Quäker traut sogar den Wespen. Aber sie weiß vielleicht, dass ich ihr nicht traue. Deshalb bin ich vorsichtig. Übrigens sind das keine Petunien, sondern Aurikeln. Das sind Petunien. Petunien, Aurikel, Aurikel, Petunien. Quirt Evans. Hm? Ach, nichts. Es klingt so nett. Quirt, woher hast du eigentlich diesen Namen? Der Mann, der mich aufgezogen hat, gab ihn mir. Er fand mich irgendwo auf der Landstraße.
Meine Eltern wurden umgebracht von Indianern. Er war ein Prachtkerl, ein Trapper. Schwang ein weites Lasso in jungen Jahren. Weites Lasso, Quart? Er nahm es nicht so genau. Was er einfing, gehörte ihm. Oh. Die meisten der alten Trapper machten das. Er war zu mir wie ein Vater. Sein Name war Walt Ennis. Er wurde eines Tages umgebracht. Eine schmutzige Affäre, sage ich dir. Ein übler Fall. Lassen wir das. Und was dann? Dann habe ich mich eben überall herumgetrieben. Quart Evans. Ich kann keinen sehen. Ganz bestimmt hat er einen Revolver. Ich kenne ihn. Ja! Wir warten vergebens. Hast recht. Gehen wir einen trinken. Mach dir doch um Penny keine Sorgen. Ich kann nichts dafür, dass ich mir Sorgen mache. Holt den Doktor und bewacht die Straße. Thank you.
Bitte. Komisch. Wofür die Menschen den Alkohol verwenden. Der eine nimmt ihn als Stimulanz, der andere wieder zur Nervenberuhigung. Ich nehme ihn zur Beruhigung. Wie geht's, Penny? Der Beruf des Mediziners ist wohl der verrückteste, den ein Mensch haben kann. Nach jahrelanger Erfahrung sieht ein Arzt, dass er letzten Endes oft nichts tun kann als abwarten. Wenn sie einen klaren Moment hat, müssen sie mit ihr reden. Ich rede Ihnen nicht gerne in Ihre Angelegenheiten hinein, muss aber dazu etwas sagen. Sie dürfen ihn nicht töten. Ich weiß, das bedeutet für Sie eine ziemliche Überwindung. Für Penny würde die Welt einstürzen, wenn Sie einen Menschen töten würden. Vielleicht sind Sie der Ansicht, dass Penny es gar nicht erfahren wird. Aber ich weiß, sie wird es erfahren. Jede Unterhaltung braucht mindestens zwei Partner. Natürlich, wenn Sie nicht zuhören wollen. Kurt! Er war nicht zurückzuhalten. Da erleben wir einmal die praktische Bedeutung des Bibelwortes Auge um Auge, Zahn um Zahn, etc. Tut mir ehrlich leid, dass ich viel zu müde bin, um zynisch zu werden. Du darfst nicht aufstehen. Du bist sehr krank. Mutter, ich muss zu ihm. Du musst im Bett bleiben. Er braucht mich. Doktor. Purer Wahnsinn. Ich sagte Ihnen doch, Sie sollen im Bett bleiben. Wollen Sie den Selbstmord begehen? Hat kein Fieber. Du musst tun, was der Doktor sagt. Mutter, bitte. Kann ich nicht verstehen. Das verstehe ich nicht. Dafür muss man doch eine wissenschaftliche Erklärung finden. Um an Wunder zu glauben, bin ich wirklich zu alt. Wir bringen Sie hin. Die beiden anderen hielten mich fest und Hondo gab mir eins mit dem Revolver auf den Kopf. Wenn das Quirt Evans erfährt, wir beide werden die Bande ausreichern. Quirt und ich waren doch noch damals in Dodge City, vor einigen Jahren, als da noch etwas los war. Da habe ich mit Quirt... Komm her. Ja, Mr. Evans. Sie kennen Laredo? Er ist im Adler und dieser verdammte Hondo ist bei ihm. Das trifft sich gut. Hier, ich gebe eine Runde. So freigebig? Ja, warum nicht? Man kann doch mal feiern nach seinem Geschäft. Sei nicht leichtsinnig. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Nicht erschrecken, meine Herren! Regen Sie sich bitte nicht auf. Ich habe nur eine Nachricht für Laredo. Ja. Was ist? Er sagt, er wartet draußen. Er will sich sprechen. Wer? Quirt Evans. Ist das ein Scherz? Quirt Evans ist...
Geh sofort hinaus und sieh nach, ob das stimmt. Jack, sieh du mal nach. Ein großer Mann mit einem schwarzen Hut steht auf der anderen Seite drüben. Ich gehe hinten raus, Peter. Ja gut, ich auch. Wiedersehen. Er ist zur Hölle gefahren. Aber plötzlich taucht er wieder auf. Er hat gesagt, er wäre neugierig, wie viel Whisky Sie brauchen, um keine Angst mehr vor ihm zu haben. Wollen Sie ein paar aufs Maul? Geh lieber mal raus und zeig Quert, was du für ein Kerl bist. Hier, trink das. Schön. Wenn ich dann gehen kann? Komm schon. Hoffentlich ist der Sheriff weit vom Schuss. Oh, den habe ich vorhin wegreiten sehen. Das ist gut. Wäre mir peinlich, ihm zu begegnen. Ja, kann mir denken, dass du den nicht treffen willst. Gehen Sie von den Frauen weg. Ich warte, Quert Evans. Immer anders, als man denkt. Als Sheriff wusste ich das. Sonst hätte man die gehängt.
Ich habe mir zwar immer gedacht, Sie würden das tun. Und ich kann Sie dann hängen. Ich hätte dann euch drei alle mit einem Schlag zum Teufel geschickt. Ich sag's ja, kommt immer anders, als man denkt. Sie sind mir wieder mal in Twisch quert, aber ich hab Geduld. Ich werde Sie bestimmt hängen. Sheriff, mich nicht. Ich bin von heute an nämlich Farmer. Dieser Quirt. Quirt braucht das Ding. Nein. Der braucht keinen Revolver mehr. Was tun Sie damit? Ich hänge ihn bei mir an die Wand. Zum Andenken.